Ich möchte die Podiumsdiskussion, die jetzt kommt, möchten wir gerne beginnen mit einem Grußwort. Und dieses Grußwort kommt von der Landeshauptstadt München und wird gesprochen von Jürgen Enninger. Jürgen Enninger ist der Leiter des Kompetenzteams Kreativwirtschaft der Landeshauptstadt München, die auch unter anderem auch mit einem Stand, mit seiner Präsenz hier vertreten ist. Und ich freue mich ganz besonders, dass Jürgen Enninger jetzt im Namen der Stadt München alle Makerinnen und Maker hier auf dieser Messe begrüßt. Herzlich willkommen in München. A very warm welcome to all our international guests. I guess there are some in the crowd, so I want to address you separately in English. Very warm welcome. Herzlichen Dank für die Einladung, für die kurze Begrüßung. Mich hat die Motivation der Maker schon immer sehr, sehr begeistert und ich finde es wirklich großartig, dass gerade heute wieder sichtbar geworden ist, wie viel Dynamik in der Szene drin ist, weil es gibt einen ganz zentralen Aspekt, der natürlich uns seitens der Wirtschaftsförderung begeistert ist, diese wirtschaftliche Bedeutung. Wir haben hier in München eine Branche auf Augenhöhe mit der Automobilwirtschaft in der Kultur- und Kreativwirtschaft, aber auch die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ist sehr, sehr hoch. Im internationalen Vergleich stehen wir auf Augenhöhe mit Amsterdam, kurz unter Paris, also auch da eine sehr, sehr große Bedeutung der Kultur- und Kreativwirtschaft und auch damit der Maker-Bewegung hier, und daraus erwächst natürlich eine große Verantwortung im Umgang mit der Szene. Wie gehen wir mit dieser Verantwortung um? Und da hat der Stadtrat tatsächlich eine extrem interessante Entscheidung getroffen, nämlich eine Verbindung der Kulturförderung mit der Wirtschaftsförderung, mit dem Liegenschaftsamt, weil die Hauptherausforderungen, die immer wieder festgestellt wurden, waren eben drei. Erstens niedrigschwellige Ansprechpartnerstrukturen, bessere Netzwerkarbeit, aber auch eine Verbesserung der Raumangebote in der Stadt. Das alles unter zwei Überschriften, unter zwei politischen Überschriften, eine bessere Wertschätzung der Makerszene und eine bessere Sichtbarkeit der Makerszene. So können Sie sich immer an uns wenden, an kreativ@münchen.de, um sich, wenn Sie Räume brauchen zum Beispiel, wie im Kreativquartier, mit Räumen zu versorgen. Aber auch, wir haben draußen einen Gemeinschaftsstand von Kolleginnen und Kollegen von Munich Startup und dem MEB, dem Münchner Existenzgründungsbüro. Auch da können Sie sich hinwenden. Bewegungen wie die Maker-Bewegung kamen dadurch immer mehr vermehrt in den Fokus unserer Arbeit, um diese Bottom-up-Strukturen besser zu verstehen und eben dann darauf aufbauend Begleitstrukturen aufzubauen. Die Akteure der Kultur- und Kreativwirtschaft, also eben auch die Maker, befeuern die Dynamik urbaner Standorte. Durch sie wird eine Stadt zur Smart City, durch sie wird ein Bürger zum Smart Citizen. Doch dauerhaft entfalten kann man es eben nur, wenn die Szenen auch Freiraum bekommen, wenn sie die Möglichkeit haben, sich weiterzuentwickeln. Und eben die Make Munich steht genau für diese Szene, für diese Entwicklung dieser kreativen, innovativen Freiräume. Wir haben vorher schon den Begriff der Transformation gesagt, also dieser transformativen Kraft, die eben auch zu entwickeln. Und wir müssen aber den entscheidenden Kopf im Hebel umlegen, weil die Szenen, die Maker-Bewegung sind nicht einfach nur Zulieferer von Inhalten. Diese Inhalten können nicht einfach nur ersetzt werden. Sie selbst sind einfach die erste Wertschöpfungsebene. Ohne sie ist alles nichts und wir müssen eben weiterhin daran arbeiten, dass die Kultur- und Kreativschaffenden entsprechend der Relevanz ihrer Arbeit entlang ihres eigenen Lebensentwurfs und unter Entfaltung der künstlerischen kreativen Potenziale an diesem Wertschöpfungsnetzwerk teilhaben. Es geht um den Wert von Arbeit. Das werden wir jetzt nachher am Podium auch noch diskutieren. Die kreative Szene in München ist mit besonderen Herausforderungen konfrontiert. Einerseits ist die Einnahmesituation in der Stadt natürlich schwierig und der Kostendruck ist enorm. Und andererseits ist die Raumsituation schwierig. Wir versuchen als Stadt langfristig an diesen Herausforderungen zu arbeiten, diese Rahmenbedingungen zu verbessern, besser auch interdisziplinär zu arbeiten und damit einfach eine wertschätzende Haltung gegenüber der Maker-Szene aufzubauen und auch gegenüber dem Eigensinn der Akteure. Nur wenn wir als Begleitstrukturen so zukunftsrelevant sind wie Sie, als Maker-Szene, dann kommen wir da gemeinsam weiter. Und denken Sie immer dran, ohne Sie, ohne euch ist alles nichts. Und jetzt viel Erfolg und viel Inspiration und erfolgreiches Netzwerken auf der Make Munich 2019. Vielen Dank. Vielen Dank, Jürgen Enninger, für deine Worte, auch zur transformativen Kraft. Und da sind wir genau beim Thema.
nämlich bei der Podiumsdiskussion Making Industrie 4.0 und die digitale Zukunft der Arbeit. Und wir sind ja hier auf der Make Munich und man sieht sehr viele technische Innovationen und technische Basteleien und Tüfteleien. Und tatsächlich ist aber das, was das Maker-Movement ausmacht, auch etwas, wo die Maker und Makerinnen das Gefühl haben, sie haben auch gesellschaftlich transformatorische Kraft und sie verändern die Gesellschaft und auch die Art zu arbeiten. Und nicht nur seit kürzester Zeit, eigentlich schon seit länger, haben wir ja dieses Gefühl, dass in der Diskussion um die Zukunft der Arbeit oszilliert es so zwischen Technik-Euphorie und man kann alles mit Technologie lösen, wie wir es vielleicht aus dem Silicon Valley heraus kennen, und so Horrorszenarien von Verlust von Arbeitsplätzen durch Automatisierung und um Gottes Willen, was machen dann die Leute? Und diesen Spannungsfeld wollen wir heute auf der Make Munich nachforschen. Und dafür freue ich mich ganz besonders, dass wir ein unglaublich hochkarätiges Panel heute haben, die über dieses Thema diskutieren werden. Und moderieren wird dieses Panel Nina Landhofer. Nina Landhofer ist seit 30 Jahren Journalistin, Politik- und Medienjournalistin. Sie ist politische Redakteurin beim Bayerischen Rundfunk und sie interessiert sich neben der Politik für die Themen Digitalisierung, Blockchain und eben auch Maker. Und damit ist sie absolut perfekt als Moderatorin dieses Panels. Und ich freue mich sehr, Nina, dass du dieses Panel moderieren wirst. Ich bedanke mich ganz herzlich und bin gar nicht aus der Nerd-Ebene. Ich habe eigentlich von diesem ganzen Technikkram keine Ahnung. Und das finde ich aber auch so schön an diesem Panel hier heute, weil offensichtlich ist es so aus meinem Gefühl heraus so das erste Mal, dass so ein bisschen diese Maker aus der Nische rauskommen und wir wirklich, wirklich ganz hochkarätige Menschen hier auf dem Podium sitzen haben, die ich jetzt einzeln mal alphabetisch, damit es keinen Ärger gibt, hochbitte. Und da ist erstmal Uli Bittlinger, der Wirtschaftsförderer der Marktgemeinde Murnau, der selber ein Maker Lab gesetzt hat von oben eigentlich und dieses in das Innovationsquartier in Murnau hinein gepackt hat räumlich. Noch hast du die freie Auswahl. Dann haben wir den Staatssekretär im Bundesarbeitsministerium, Björn Böning. Freue mich sehr. Alles noch frei. Und das Arbeitsministerium, das hat jetzt selber so ein Think Tank, über den wir vielleicht gleich auch noch ein bisschen ausführlicher reden können. Dann haben wir Ralf Michael Franke, CEO von Siemens und bei der Unit muss ich jetzt tatsächlich nochmal schauen, Factory Automation und Digital Factory Division ist das, glaube ich. Ja. Vielen Dank! Und am Ende Martin Lahmann, den wahrscheinlich die meisten hier schon kennen, weil er dafür verantwortlich ist, mitverantwortlich dafür, dass wir alle heute hier sind und dass die Make Munich überhaupt stattfindet, der Geschäftsführer der Make Germany mit dem Ziel auch der Förderung von Maker-Kultur und das wollen wir einfach heute machen. Martin, du hast den Glauben, dass man mit der Maker-Kultur die gesellschaftliche transformierende Kraft eigentlich ein Stück weit in der Hand hat. Können wir vielleicht noch mal kurz umreißen, damit wir irgendwie nicht so ganz aneinander vorbeireden, weil die Maker-Szene ist ja auch sehr, sehr vielschichtig, worüber wir da eigentlich im Detail reden, wenn wir heute von den Maker-Labs und Makerspaces reden? Ja, wo soll ich da anfangen? Das ist gar nicht so einfach. Also, ich glaube, am besten kriegt man das doch mit, wenn man einfach mal draußen durch die Halle geht. Es ist doch der Wahnsinn. An jedem Stand wird einem was geboten. Man begreift möglicherweise nicht sofort, was da zu sehen ist. Aber wenn man mit den Leuten ins Gespräch kommt, dann merkt man, wie viele Gedanken die sich gemacht haben. Ja? Und irgendwie ist das Maker-Movement ja auch ein Zeichen unserer Zeit gerade. Wir sind alle toll ausgebildet, wir haben Zugang zum Internet, da wird Wissen geteilt und in unserem, wenn es um die transformative Kraft geht, wir verändern uns dahingehend, wir arbeiten alle, wir haben alle, sind angestellt oder selbstständig, aber wir merken auch, dass das Wirtschaften so, wie wir es bisher machen, nicht weitergehen kann. Und
ich denke, dass im Maker-Movement wirklich auch eine Kraft liegt, hier eine Veränderung eben anzustoßen. Und das treibt mich an, hier mal alle in eine große Halle zu bringen mit meinen vielen, vielen Helfern und Unterstützern, die das nämlich auch so sehen und die sich die Beine ausreißen und viel arbeiten, um das hier Wirklichkeit werden zu lassen. Und auf die bin ich besonders stolz. Und die geben mir eigentlich das Gefühl, und natürlich die ganzen Besucher, die heute kommen, dass wir irgendwas irgendwie richtig sind mit dem, was wir machen. Du hast jetzt alle hier unten eigentlich schon angesprochen, das will ich jetzt auch nochmal tun, weil am Ende haben wir nämlich noch so 10 Minütchen, ein Viertelstündchen Zeit, Fragen zu stellen. Und da das ja irgendwie eine Frage ist, die alle irgendwie so ein bisschen angeht, also wo wünscht ihr euch Unterstützung? Überlegt euch das doch mal, wenn ihr jetzt so zuhört, was das Podium da so erzählt. Wo sind eure Fragen, wenn ihr die hier so hört? Das wäre mir doch wichtig, dass ihr das nicht vergesst, damit wir noch viele kluge Fragen am Ende vielleicht zu beantworten haben. Martin, ganz kurz nochmal, wo ist denn der Unterschied, dieses Neue zu irgendwelchen Kreativwerkstätten, die es ja immer schon gab? Also was ist da so das Spannende eigentlich an dem Thema? Also ich glaube, das Thema Digital, komm doch mal zu mir. Magst du ein Getränk? Danke. das Thema Digitalisierung schwebt ja über uns allen. Ja? Und das ist das, was vielleicht die Maker von traditionellen Werkstätten unterscheidet, würde ich gar nicht sagen, eher ergänzt. Ja. Wir sind hier Werkzeuge im Umlauf, die über Open Source Initiativen, übers Internet, über vermitteltes Wissen auf einmal Leuten zugänglich geworden sind. Und wo ich vorher gedacht hätte, ja mei, da muss ich ja erstmal ein komplettes Elektroingenieurwesenstudium absolvieren, bevor ich hier, was weiß ich, eine Ampelschaltung machen kann. Das kriegt man mit dem Arduino heute nach einer kurzen Einführung ungefähr einem halben Tag hin, und wenn es ein Dreivierteltag ist, ist es auch phänomenal. Ja. Und oder auch eine Sache, 3D-Druck, so ein wichtiges Thema der Maker. Das ist dadurch hochgepoppt, das gibt es ja auch seit den 70er Jahren schon, dass da Patente gefallen sind. Die Offenheit, die da einfach so wichtig ist. Ja? Und natürlich, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, das Bewusstsein, selbst irgendwie was machen zu können und nicht immer nur Konsument zu sein, das macht eine große Freude aus und entwickelt große Kraft. Herr Franke, Siemens, als CEO von Siemens kommen Sie von einer ganz, ganz, ganz anderen Ecke, und zwar von einer, die sozusagen dieses ganze kleine, diese vielen kleinen kreativen Geschichten, die wir hier sehen, doch so meilenweit entfernt scheint. Wenn Sie dann auch noch hören, was Martin Lahrmann gerade erzählt hat, sind Sie hier richtig? Ja, da bin ich sogar sehr davon überzeugt, dass wir Siemens hier richtig sind, und ich besonders natürlich auch persönlich mich da sehr engagiere, dass wir als Siemens hier präsent sind, weil man kann ja die Veränderungen, die rings um uns herum nicht, also passieren, nicht ignorieren. Und für mich war es heute ganz besonders interessant, weil ich einen Mitarbeiter begrüßt habe, der heute seinen ersten Tag bei Siemens vollbringen darf, hier auf der Make. Und ich habe nochmal die Zeit 34 Jahre zurückgespult, wie war eigentlich mein erster Tag bei Siemens, und der war deutlich anders, das kann ich auf jeden Fall sagen. Und ich sag mal, wir als Unternehmen müssen ja auch darauf reagieren, die Bedürfnisse der Menschen, die jetzt in diesen Umgebungen aufwachsen, auch in das professionelle Leben, dann ins Arbeitsleben auch zu übertragen und auch die Verbindung herzustellen zu den individuell ganz mit anderen Lebensmodellen arbeitenden Menschen zu verbinden und trotzdem die Kreativität und die Schaffenskraft dann letztendlich auch aufzunehmen und in das professionelle Produktdesign, in die professionelle Arbeit eines globalen Unternehmens Siemens zu integrieren. Und global ist ja auch was wir gemeinsam haben mit der Maker-Szene, die ist ja auch global mit, weiß ich nicht, wie viel Millionen Menschen inzwischen, die sich dort in dieser Community zu Hause fühlen. Also ja, ich fühle mich hier absolut richtig am Platz und meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch hier großartig einen Beitrag zu leisten zu dieser fantastischen Messe.
Es war auch ein bisschen gemein von mir, weil Sie haben nämlich auch ein Makerspace mitgegründet, und zwar bei Siemens in Erlangen. Also so ganz fern sind Sie der Szene auch gar nicht. Deswegen, wie wird das denn bei Siemens diskutiert? Also tun Sie sich da auch selber schwer, sowas irgendwie an die Geschäftsführung zu bringen und denen klarzumachen, warum Sie das wichtig finden? Und wie funktioniert das vielleicht vorab erstmal bei Ihnen im Haus? Die Schwierigkeit ist nicht einmal, das bei den Geschäftsführern unterzubringen, sondern die Schwierigkeit ist vielmehr, das in die Community unterzubringen. Weil der Ingenieur hat ja eine Spezialität, das heißt not invented here. Er macht immer, zumindest mal in der klassischen Ausbildung, alles am liebsten selber. Nur das ist nicht unbedingt die schnellste und intelligenteste Art, vorwärts zu kommen. Viel besser ist es ja, das Wissen einer Community zu nutzen und möglichst viel auch zu teilen. Steal with pride and share with delight, sage ich immer, das ist das, was wir in unseren Organisationen verändern müssen. Und diese Veränderung findet nicht bei den Geschäftsführern statt, die brauchen wir dafür gar nicht, sondern bei den Menschen, die letztendlich die Produkte erzeugen und die Arbeit machen in Umgebungen, die Kreativität erzeugen und fördern und die einfach Schnelligkeit, Geschwindigkeit bringen. Weil ich denke, das ist die Herausforderung, die wir alle zu meistern haben. Das erleben wir doch alle als Privatmenschen auch, wie die Digitalisierung unser privates Leben verändert. Und das macht nicht Halt vor der Industrie. Kann gar nicht Halt machen und soll auch gar nicht Halt machen. Es ist ein internes Makerspace, glaube ich, in Erlangen, oder? Also ein Siemens-internes, oder ist das durchlässig? Es ist sozusagen ein Siemens-internes Makerspace in Erlangen, oder? Ist das durchlässig? Das ist offen. Wir bauen ja auch die zukünftige Landschaft der Büro, also der Offices und auch der Werke, immer offener auf, sodass wir quasi die Werkzäune abschaffen und unsere Arbeitsumgebung auch für die breite Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. In Erlangen werden da gerade 500 Millionen investiert, um ein Forschungsgelände alt abzureißen und neu wieder aufzubauen, eben genau mit diesem Offenheitscharakter. Das Gleiche findet in Berlin gerade für 600 Millionen Investment statt. Hier in München haben wir auch ganz offene Strukturen geschaffen, auch mit dem neuen Headquarter, was auch keine Pforte in dem Sinne mehr hat. Also da passiert momentan ganz viel, auch bei Siemens, aber natürlich nicht nur bei Siemens, sondern insgesamt in der Industrie. Das waren jetzt Summen, da kann eine Marktgemeinde Murnau im kleinen bayerischen Oberland nicht mithalten. Nichtsdestotrotz, Sie haben recht, da passiert ganz viel, nämlich auch in Murnau gibt es ein Maker Lab von der Wirtschaftsförderung der Gemeinde, also kommunal im Prinzip initiiert erstmal und gesetzt in ein Innovationsquartier. Uli Bittlinger, warum wurde denn das Maker Lab gegründet? Weil ich mir unter dem Begriff Innovationsquartier nichts vorstellen konnte, den ich selber mit dem Bürgermeister entwickelt habe und mir gedacht habe, was ist eigentlich Innovation heutzutage? Und da kam mir 2017 die Mac Munich zu Pass, also ungefähr 2 Monate, nachdem wir das Konzept überlegt hatten, dass wir ein altes Gemeindekrankenhaus mit 5000 Quadratmetern umwidmen wollen in ein Innovationsquartier. Und als ich hier oben auf der Bühne, auf der Empore, die Maker Labs in Bayern gesehen habe, war mir schlagartig klar, was Innovation eigentlich ist. Innovation ist nicht nur Medizintechnik, Innovation ist nicht nur, wenn irgendetwas weltweit ein Erfolg wird, sondern Innovation fängt im ganz Kleinen an. Und Innovation hat das Potenzial, letztendlich Lebensverhältnisse ein Stück weit besser zu machen. Und das war der Grund, warum wir das in Murnau gemacht haben, als Gemeinde angeschoben, mit ein paar Unternehmern, mit Schulen vor Ort. Und mittlerweile ist innerhalb von knapp 2,5 Jahren ein Verein gewachsen mit 120 Mitgliedern und eine Menge Innovationen, 2 Unternehmen, die sich aus diesem Maker Lab heraus gegründet haben, viel Unterstützung für örtliche Handwerksbetriebe. Wir haben ja hier auch einen Stand, da können Sie sehen, wie beispielsweise eine Schokoladenmanufaktur von dem Know-how eines Maker Labs profitiert, um günstiger, wettbewerbsfähiger am Markt individuelle Schokolade anbieten zu können. Das ist keine Weltrevolution gewesen, aber es ist eine Mini-Innovation, die einem örtlichen Kleinunternehmen geholfen hat, seine Marktposition ein Stück weit besser auszuschöpfen. Und das war unsere Strategie, warum wir gesagt haben, wir brauchen ein Maker Lab. Herr Franke hat es gerade schon erzählt, dass es gar nicht so leicht ist,
diesen gesellschaftlichen Wandel oder dieses Bewusstsein dafür in der Gesellschaft zu schaffen, dass es solche Sachen braucht. Wie sind denn da die Erfahrungen in Murnau? Sind die ähnlich auch wie die bei Siemens? Also beschreiben Sie mal. Ich muss die Frage noch mal ganz kurz hören. Ich habe es nicht akustisch ganz richtig verstanden. Kannst du noch mal sagen? Du hast die Frage nicht gehört. Nee. Das ist irgendwie ein komisches Mikro. Herr Franke hat ja gerade darüber berichtet, dass es gar nicht so einfach ist, dieses gesellschaftliche weiterzubringen und weiterzutragen von Makerspaces. Also einfach irgendwie auch in der Belegschaft klarzumachen, warum es einen Makerspace in Erlangen braucht oder dass sich da einfach irgendwie an Kreativgeschichten was ändert. Wie sind denn da die Erfahrungen in Murnau? Sind die ähnlich, weil es ja auch ein Stück weit von oben gesetzt wurde sozusagen und sich nicht so von unten graswurzelmäßig entwickelt hat? In der Tat, also wir haben es ja von oben aufgesetzt, das heißt, wir haben auch ein Stück weit die Richtung weitergegeben. Also ich würde mal sagen, dass die klassischen Maker Labs wahrscheinlich eher stöhnen würden, wenn sie nach Murnau kommen würden, weil wir, natürlich haben wir auch den Nerd- und Bastleranteil bei uns, aber natürlich achte ich als Vorsitzender und Wirtschaftsförderer auch drauf, dass wir eine gewisse unternehmerische Nutzen und Profit davon haben, jetzt nicht monetär gesehen, sondern dass jetzt mal da auch eine noch zielstrebigere Ernsthaftigkeit manchmal dahinter steckt. Das bringt natürlich auch unter den Mitgliedern ein bisschen Spannungen. Also wir diskutieren sehr oft, wie sehr darf Struktur vorgegeben werden, ja, behindert das Kreativität und Innovation. Und das ist auch ein Punkt, wo ich massiv dazugelernt habe. Beispielsweise haben wir beschlossen, dass wir nicht in Schulen gehen. Wir machen viel mit Schülerinnen und Schülern, aber wir gehen nicht in Schulen, weil wir dieses Potenzial von Schülerinnen und Schülern nicht verschulen und verlehrplanen möchten. Das heißt, wir laden auch keine Klassen ein, sondern es müssen die Schüler zu uns kommen und die Schülerinnen zu uns kommen. Kommen die denn? Ich glaube, das ist, die kommen, ja. Wir haben jetzt seit einem Dreivierteljahr eine Jugendprogrammiergruppe aufgemacht, um die örtlichen Betriebe, das war zumindest meine Strategie, mit Fachkräften auch perspektivisch auszustatten. Das ist natürlich jetzt mal schon mal das erste Problem, dass die Ehrenamtlichen sagen, ja, wir bilden ja gar keine Jugendlichen jetzt für unsere Unternehmen aus, aber wir möchten gerne unser Wissen weitergeben. Ja, also da dieser Denkswitch im Kopf, der ist ganz wichtig. Und das läuft ohne Lehrplan. Also das ist zwar ein mehrstufiges System, aber das hat keinen Lehrplan zum Hintergrund, sondern soll Spaß und Freude fördern. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel, warum Maker Labs mehr Potenzial haben, als man ihnen vielleicht in anderen Ebenen, vielleicht auch in der Politik so ein bisschen zutraut. Die haben ein echtes Potenzial, eine innovative Revolution auszulösen in Deutschland. Und ich glaube, die brauchen wir, damit dieses Land zukunftsfähig bleibt. Herr Franke nickt, aber jetzt möchte ich den Staatssekretär mal ansprechen. Ist das angekommen im Bundesarbeitsministerium? Ist das auch Ziel dieses Think Tanks, den Sie gegründet haben? Na, man muss schon sagen, dass die Makerszene oder auch das, was man in Berlin allgemeiner als Coworking Spaces bezeichnet, dass das ja Seismographen sind für die Veränderung der Arbeitswelt insgesamt und auch für die Wirtschaftsstruktur, Herr Frank hat es auch gesagt. Und das hat im Kern viel damit zu tun, dass sowohl innerhalb von Organisationen, also Unternehmen, als auch darüber hinaus Selbstständigkeit, Eigenverantwortung, ein Stück weit die Frage, wie kann ich relativ niedrigschwellig aus Ideen Produkte oder Innovationen gestalten, dass die schon auch mittlerweile ein Kernbestandteil oder Wesensbestandteil unserer Wirtschaft geworden sind. Und zwar nicht nur in den USA oder wo man sich das anguckt, sondern im Kern auch hier in Deutschland. Darauf reagieren große Industriebetriebe, das ist beschrieben worden, aber auch ganz im Kleinen, Handwerksbetriebe, Ähnliches, können in viel schnellerer Art und Weise Innovationen schaffen, können in viel schnellerer Art und Weise wirtschaften. Und das wiederum führt natürlich auf der Arbeitsebene dazu, dass wir schon überlegen müssen, wie gelingt es uns, eine Technologie zu gestalten, die ebenso innovationsfördernd ist, wie da ist. Das heißt, sie muss ein Stück weit breiter angelegt werden als enger. Sie muss ein Stück weit, das ist dann unser Thema auch im Arbeits- und Sozialministerium, Technologie muss den Menschen nützen und nicht umgekehrt. Also wir müssen dafür sorgen, dass die Technologie zum Assistenten von Menschen in der Arbeitswelt wird. Und das zu fördern ist unser
unser Anliegen. Und weil Sie die Denkfabrik angesprochen haben, die wir im Arbeitsministerium gegründet haben, das war im Prinzip unsere Erkenntnis, dass wir jetzt nicht immer nur über Arbeiten 4.0 sprechen können, sondern wir auch in unseren eigenen Analysen, unserer eigenen Arbeit anders werden müssen. Und wenn man in so ein Bundesministerium reinkommt, ich weiß nicht, wer mal so ein Ministerium war, das ist so ein Bürogebäude mit ganz vielen Büros, alle Türen sind zu, sehr preußisch und nicht besonders innovationsfördernd. Und als ich dann vor einem Jahr ins Haus gekommen bin, habe ich gesagt, ich muss einen freien Raum schaffen, weil sonst klappt das hier nicht. Und wir kommen nicht schnell genug von den Erkenntnissen in die Policy, wenn man uns sagt, also nicht schnell genug von den Erkenntnissen in das, was wir eben auch machen, Verordnungen, Gesetze, Konzepte. Und deswegen haben wir eine andere Form der Arbeit gewählt, die näher an dem ist, wie es heute wirklich ist. Aber das klingt jetzt so ein bisschen so, als ob das, das Bundesministerium wieder nur in Anführungsstrichen so diese klassischen, so diese Start-up-Szene in Berlin, die man kennt und so ein bisschen KI und so ein bisschen Digitalisierung, was halt gerade so die Schlagworte sind, im Hinterkopf hat und da jetzt so ein bisschen auf den Zug aufspringt. Die Maker-Szene ist ja eigentlich nochmal ganz anders. Ja, nee, das stimmt aber nicht. Dann hätte ich ja die Denkfabrik auch nicht im Haus machen müssen, sondern irgendwo. Also nee, ich wollte ja nur sagen, sozusagen, wie beobachten wir die Arbeitswelt, was tut sich da und wie verändern sich größere Unternehmen aufgrund, wir würden in unserem Deutsch sagen, durchs Ausfransen von Unternehmensstrukturen. Auf der anderen Seite aber, wie können wir Menschen unterstützen, die ihrerseits sozial innovativ oder von mir aus auch wirtschaftlich innovativ sein wollen. Und das wiederum hat einiges damit zu tun, wie gestalten wir das Arbeitsrecht, wie gestalten wir Arbeitsschutz, ermöglichen wir überhaupt solche Räume, weil sie für Arbeitsschützer wahrscheinlich eher graus sind, wie sie angelegt sind, ja, und wie verhält sich das mit der Arbeitsstättenverordnung, könnte ich jetzt lang drüber diskutieren. Also wir versuchen schon auch unsere Erkenntnisse für die klassischen Instrumente von Arbeitsrecht und Arbeitsschutz auch zu lernen. Der Wirtschaftsförderer hat genickt. Was würde denn eine Kommune wie Murnau brauchen? Das Angebot liegt ja gerade auf dem Tisch. Naja, also ich meine, wir haben das jetzt relativ gut alleine hingekriegt, ja, aber das liegt daran, dass man einen Bürgermeister hat, der auch bereit war, neue Wege zu gehen. Weil das, was wir gemacht haben, ist ja für einen Politiker, sag ich mal, die denkbar schlechteste Ausgangsposition, etwas zu beginnen, ohne dass er weiß, wo es endet. Und das kurz vor den Kommunalwahlen im nächsten Jahr, das ist schon, sag ich mal, ein gewisses Risiko. Was Kommunen bräuchten, wären einmal Vorbilder, das haben wir jetzt in Murnau geschafft und tragen das auch weiter. Das andere, glaube ich, braucht es finanzielle Anreize, um so einen Verein aus der Gesellschaft heraus zu gründen. Und es braucht meiner Meinung nach das grundlegende Verständnis dafür, dass das nicht nur Blödelei ist, was da gemacht wird, sondern dass das ernsthaft ist und Potenzial hat. Und man muss diese Themen in die Fläche bringen. Das ist das, was die Chinesen schon vor, ich glaube im Jahr 2013 begonnen haben, flächendeckend Maker Labs zu unterstützen und Makerspaces zu fördern, um die jungen Leute, die jetzt mal Talente in diesen Bereichen haben, letztendlich fit zu machen und abzugreifen. Und ich möchte nur auch nochmal ausdrücklich sagen, das hat nicht nur was mit technologischen und technischen Themen zu tun, sondern Fachkräftemangel haben wir auch im Handwerksbereich. Ja? Und auch dafür ist es wichtig, dass wir früh versuchen, Schülerinnen und Schülern eine Talentorientierung zu geben. Wo habe ich denn eine Begabung? Wo habe ich denn eine Begeisterung? Ich habe Abi gemacht und wusste 2 Jahre danach nicht, was ich tun sollte, weil ich nicht gar nicht wusste, was ich kann, wo meine Fähigkeiten liegen. Und ich glaube, das ist entscheidend, dass wir auf eine gewisse spielerische Art und Weise ihnen näher bringen, was kann ich, was kann ich nicht, weil auch das ist eine wichtige Erkenntnis, wenn ich etwas nicht kann. Und vor allen Dingen, und das ist der zweite positive Effekt, der Austausch unter Generationen zwischen Alten und Jungen und der Wissenstransfer in beide Richtungen. Virtual Reality bringen bei uns nicht die Alten den Jungen bei, sondern umgekehrt. Und damit in Kontakt zu kommen, auch als junger Mensch, dass man Anerkennung von Alten bekommt, weil man etwas weiß, was die noch nicht wissen, ist, glaube ich, im Leben etwas sehr Positives. Und deswegen sind die Aspekte eines solchen Raumes ganz vielfältig. Ähm,
Martin, du hast so ein bisschen den deutschlandweiten und auch darüber hinaus vielleicht Blick über den Tellerrand. Das, was Björn Böning eben gesagt hat, so wie gerade das Arbeitsministerium anfängt, diesen Wandel dieser Arbeitswelt, der Digitalisierung, der Automatisierung, in der Digitalisierung sind wir ja schon längst beobachtet. Ist das so was, wo du sagst, ja, jetzt sind wir endlich auf dem richtigen Weg? Oder? Also ich freue mich natürlich über die Aufmerksamkeit, ja, weil ich glaube, die Makerszene braucht vor allem auch Sichtbarkeit. Und ein bisschen Sprung über den Tellerrand, dieses immer wenn in Deutschland was Neues passiert, ist da immer so eine gewisse Vorsicht, ja, vielleicht auch ein bisschen Häme, dass man sagt, da die Bastler und so weiter. Und da habe ich den Eindruck, dass im angelsächsischen Raum oder im amerikanischen ganz anders ist. Ja, wow, du hast das geschafft. Ja, das ist was ganz anderes. Ja, mei, der bastelt da, der krattelt da was vor sich hin und so. Ja, natürlich, große Dinge passieren vielleicht im Kleinen. Ja, Motto der ersten Make Unique war ja raus aus dem Keller. Weil das sind auch, wir heute. Da sind wir heute alle draußen, ja. Nee, aber es ist auch ja ein Charakter der Maker-Szene, dass hier viel mehr Lust auf Kommunikation ist, ja. Oder ich meine, das muss man ja auch mal sehen. Wir haben natürlich professionelle Aussteller hier, aber wir haben auch Maker, die jetzt keinen finanziellen Gewinn dadurch haben, dass sie hier zwei Tage stehen, ja. Aber die kommen da, die machen das gerne aufgrund für die Gespräche, ja. Das haben übrigens die Professionellen auch, die spiegeln mir das genauso wieder, ja. Nichtsdestotrotz, wir arbeiten ja dran, eine Sichtbarkeit zu schaffen hier mit auch so einer Veranstaltung, lernen aber auch, dass viele das noch gar nicht kennen. Ich sage oft, du bist ein Maker, du wusstest es nur noch nicht, ja. Dann fangen die Leute an nachzudenken, ja. Von der Politik, das ist natürlich immer so eine Frage der Skalierung. Ich bin immer schon mein ganzes Leben im Kultur-Kreativsektor, in diesen kleinteiligen Dingen, wo es sehr auf Einzelne drauf ankommt, was natürlich in Form der Förderung extrem schwer darstellbar ist. Ja? Und auch wenn ich hier Sponsoren werbe für diese Veranstaltung, ja, bei vielen setze ich diesen Start-up-Punkt ab. Ja, geht ja auch, da reden viele Start-ups hervor, ja. Aber die Wahrheit ist, dass ein Maker nicht unbedingt von vornherein die Idee hat, ja, dann überlege ich mir was und dann werde ich reich und dann mache ich den IPO und dann mache ich den, dann gehe ich raus aus der Nummer und bin steinreich. Sondern da geht es um viel mehr einfach mal um nochmal nachgedacht. Da geht es ganz viel um nicht kommerzielle Dinge und die zu vermitteln in so einem Kontext ist oft sehr schwierig. Ja. Herr Franke, haben Sie eine Erklärung dafür, warum das so ist? Also warum ist das so ein Deutschland-Phänomen? Irgendwie sind wir Deutsche so, dass wir alles erstmal 50 Mal gegengecheckt haben müssen, bevor wir dann vielleicht auch eine Förderung von der Bundesregierung bekommen und bevor auch irgendwie die großen Firmen mal auf irgendwas draufspringen, was wirklich fortschrittlich ist? Sie kämpfen ja auch manchmal, Sie sind ja ein großer Vorreiter und wenn man jetzt in die Niederlande guckt, nach London, in die USA, nach China, da sind die ja alle schon so ein bisschen weiter als wir hier. Wie sind Ihre Erfahrungen da? Ja, ich glaube, im Prinzip sind wir es aus der Historie einfach gewohnt, das perfekte Produkt an den Markt zu bringen und damit letztendlich auch den Wohlstand gefördert zu haben, den wir die letzten Jahrzehnte hier alle genossen haben. Und dabei ist uns vielleicht ein bisschen abhanden gekommen, diese Geschwindigkeit, dieser Mut, mal was zu wagen, auch mal Fehler zu machen und aus den Fehlern zu lernen, eben möglichst auch schnell aus den Fehlern zu lernen. Und das ist genau das, wo ich jetzt auch der Meinung bin, das wandelt sich jetzt auch in Deutschland. Weil, ich sag mal, die deutschen jungen Leute sind ja auch nicht anders als irgendwo anders aufwachsende junge Leute. Und wir müssen eben den Rahmen schaffen und die Bedingungen schaffen, dass sich dieses weiterentwickeln kann. Weil ich bin persönlich ziemlich fest der Meinung, dass diese hierarchischen, gefestigten Organisationen, die wir heute in den Unternehmen haben, in der Form keine Zukunft mehr haben. Wir sehen das bei uns intern, dass diese Dinge aufgebrochen werden, dass die Menschen lieber in internen Startups arbeiten, mehr in loseren Arbeitsumgebungen, in loseren Gruppenformationen. Das müssen wir auch anbieten.
Aber ich glaube, das wird sich auch noch weiter in der Maker-Szene entwickeln, dass halt auch professionelle Dienste angeboten werden, die dann aus den, ich will gar nicht mal sagen, aus den Co-Creation-Centern kommen, sondern einfach aus dem Schwarm der Maker, die sich für irgendeine Sache begeistern und anbieten, produzieren auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Schwarm der Kunden, die irgendwas Individuelles brauchen. Und dazwischen sind irgendwelche digitalen Plattformen, auf denen das ausgetauscht wird. Das sehen wir heute ja bei den digitalen Nomaden im Softwarebereich auch schon. Da ist ja das schon längst passiert, von dem ich jetzt gerade bei Produkten gesprochen habe. Sie haben jetzt gerade gesagt, es wird nicht mehr diese Unternehmenskultur und Firmenkultur geben, meinen Sie in Zukunft, wie das bisher der Fall war. Björn Böning, wenn Sie sowas hören, dann müssten Sie doch eigentlich sofort die große Gießkanne über Makerspaces in Deutschland auskippen mit Förderungen, damit sowas passieren kann, wie dann auch in Murnau. Na, da muss ich ein bisschen. Dann hat man sich auch die Grundsicherung vielleicht gespart oder diese Debatten um wie wird die soziale Gerechtigkeit in Zukunft weitergehen. Da müsste ich ein bisschen aus meiner Berliner Erfahrung zehren, weil ich ja auch 7 Jahre Staatssekretär in Berlin war und unter anderem solche Entwicklungen wie den Innovationscampus in Siemens dort auch begleitet habe. Berlin war ja 2001, als Klaus Wowereit angefangen hat, Bürgermeister zu sein, eine Stadt, die völlig im Niedergang gewesen ist. Man hat gedacht, wir wären 5 Millionen Einwohner, wurden dann nur 3,4. Eine totale Depression in der Stadt. Und was hat man gemacht, weil man kein Geld hatte? Man hat gesagt, man nimmt einfach die Räume, die die Stadt hat, aufgrund der Teilung und gibt sie den Menschen. Und die machen da irgendwas. Und so ist dieser Mythos von Berlin entstanden, dass einfach Leute nach Berlin gekommen sind oder aus Berlin heraus dort einfach sich Räume ergriffen haben und gemacht haben. Was auch immer. Kultur, Kreativwirtschaft, andere Bereiche. Und deswegen ist es sehr schwer, jetzt da ein Förderprogramm aufzulegen. Weil es würde ja im es würde im Bundesregierungssprech heißen, man macht eine Förderrichtlinie und dann müssen die Leute da sich bewerben und dann kriegen sie von uns Geld. Das ist ja alles nicht so, wie die Szene strukturiert ist und wie es läuft. Ich finde eher den umgekehrten Weg, den Berlin gemacht hat, und das ist dann eine Sache, die Kommunen und Länder auch sehr gut begleiten können, nämlich die Frage, schaffe ich einfach Räume, wo ich noch nicht weiß, ob da jetzt das Startup XY für Medizinprodukte, hast du gesagt, steht, sondern man muss dann einfach die Räume geben und dann gucken, was passiert und das entsprechend begleiten. Also das ist schon auch unsere Erfahrung aus Berlin gewesen. Am Anfang funktioniert das erstmal ganz gut, aber die Räume werden auch enger, wissen wir. Die Leute wollen auch wohnen und zwar günstig wohnen. Also hat es auch immer Konflikte um verschiedene Räume. Aber die Frage ist sozusagen, man muss auch eine Begleitung haben, muss es vernetzen. Ich glaube, diesen Netzwerkcharakter zu etablieren, das kann die Bundesregierung nicht so besonders gut. Das passiert an den Kommunen, in den Ländern schon ein bisschen besser, als wir das machen. Aber die Bundesregierung kann die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Ja, die Frage ist, was heißt dann die Rahmenbedingung? Die Rahmenbedingung heißt, glaube ich, dass man schon dafür sorgt, dass wir eine andere Flächenpolitik machen. Das machen wir. Olaf Scholz ist da ganz aktiv dabei, das auch umzubauen. Das Zweite ist, dass wir schaffen müssen, dass die Themen, die da sind, auch ankommen. Ja, und wenn wir über unsere Digitalstrategie reden, dass wir eben nicht nur über die Frage von einem neuen Airbus im Digitalbereich reden, sondern dass wir schon ganz unten ansetzen. Das ist so ein bisschen wie mit Breitensport und Spitzensport, ja. Und ich glaube, dass das Verständnis wächst gerade. Herr Franke, in anderen Ländern ist viel ausgeprägter, dass sich große Unternehmen finanziell beteiligen an Makerspaces und Makerlabs und die finanziell unterstützen. Jetzt jenseits der Politik wäre das ja vielleicht auch noch ein Weg, wie man so ein bisschen so ein modernes Mäzenatentum, so ein bisschen die Humusbildung der Kreativität irgendwie zu fördern. Was haben Sie für einen Eindruck? Wie ist das in Deutschland? Sind Sie da so ein bisschen allein auf weiter Flur oder tut sich da gerade was? Na, ich glaube nicht, dass wir da allein auf weiter Flur sind. Es ist jetzt vielleicht ein Zufall, dass wir hier in dieser Makerszene so aus der professionellen Seite als Siemens vielleicht die Ersten sind, die da auch auftreten und sich einbringen. Aber ich glaube, das Aufnehmen von Kreativität aus der Szene wird schon auch in Deutschland, aber natürlich auch in anderen Ländern im breiten Maße auch von anderen Unternehmen gemacht. Ich denke da nur mal an solche Themen wie Hackathons zu veranstalten,
die dann eben mal 300, 400 Menschen in einem Raum zusammenbringen, um kreativ und schnell Softwarelösungen zu erarbeiten. Ganz anders, als man das normalerweise in den Unternehmen tut. Oder irgendwelche Wettbewerbe auch auszuschreiben und zu unterstützen. Ich denke da mal zum Beispiel an den Google, der da vor 3 Jahren mal ausgeschrieben hat, ich brauche den kleinsten Solarinverter der Welt und auch noch den preiswertesten, hat das in die Szene gestellt und gesagt, jetzt zeigt mal, was ihr könnt. Und am Ende des Tages ist aus diesem Wettbewerb tatsächlich ein konkretes Produkt geworden. Ich denke, diese Dinge passieren immer mehr. Sie sind vielleicht im Moment noch nicht so sichtbar, aber es ist halt insgesamt ein Veränderungsprozess der Digitalisierung in der Industrie, die eigentlich jetzt erst beginnt mit Industrie 4.0. Da sind wir vielleicht im Jahr 3. Und da brauchen wir vielleicht noch ein bisschen Zeit, bis das, was, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, wir alle im privaten Leben längst verinnerlicht haben, dann auch im Industrienstandard geworden ist. Martin, meinst du, dass sowas ausreicht? Meinst du, dass es ausreicht, Makerspaces meinetwegen auch in großen Unternehmen zu setzen, zu bilden, um dann vielleicht die Mitarbeiter da mal für ein paar Wochen oder Monate hinzustecken? Oder ist das nur so ein Rumgeschraube an der Software und müsste man nicht eigentlich die Hardware verändern, also einfach die kompletten Unternehmenskulturen? Und Herr Franke hat das ja eigentlich auch schon so ein bisschen angerissen. Was muss ich da tun? Oh, das ist natürlich jetzt ein ganz spezielles Thema von Makerspaces in Unternehmen, ja, weil jetzt erstmal das Maker-Movement ist eine Graswurzelbewegung, wie man es so schön sagt, also eine Bewegung von unten, ja. Und natürlich sind Maker, also Leute, die Dinge verändern wollen, selbst motiviert lernen, intrinsisch motiviert Dinge einfach machen, sind natürlich wahnsinnig spannend für alle Unternehmen, ja. Wir müssen uns noch mal intensiver unterhalten, ja, weil, also ich beobachte das, also ich habe gehört vom Makerspace in Neuperlach, das ist ja auch schon länger her, die haben anfangs auch ein bisschen gesagt, ja, von oben wenig Unterstützung, ja, das ist ja jetzt auch dann ganz offensichtlich ganz anders geworden. Bei mir zumindest. Ja, aber nichtsdestotrotz, also wir haben ja heute auch viele Universitäten da, ja, auch da passiert enorm viel, weil die natürlich auch merken, ja, also das ist die optimale Form des Lernens und Universitäten sind ja für Bildung am Ende des Tages zuständig. Das ja. ist vielleicht ein bisschen die Krux, weil die Makerspaces dann nur Förderungen kriegen, wenn die Unis wieder dranhängen. Ja, und die sind natürlich auch, also das ist ein richtiges Problem, weil die sind Götter des Antragsschreibens, ja. Also das stimmt, sagen, das kann ich bestätigen, ja. Na, das können die, die haben da Abteilungen und ich meine, wenn da jetzt so ein Maker e.V. Allein dieses, erstmal zu wissen, an wen wende ich mich, gibt es da überhaupt was und so und dann, oh mein Gott, sind da Dings und am Ende kommen sie sogar zum Förderbescheid, wo über 3 Seiten geschrieben ist, auf welche Seite man in den Knast wandert, wenn man sich eben nicht irgendwie perfekt konform hält, was ja alles gar nicht so gemeint ist, wie man dann hinterher auch... Ach, stimmt, man muss zurückzahlen. Das ist nicht so einfach, ja. Und ich muss gestehen, ich habe noch nicht die ideale Lösung. Ich gucke mir Murnau, finde ich ganz fantastisch, wie das läuft und wie sich das entwickelt. Ein ganz tolles Beispiel. Sollte auch jeder mal vorbeischauen. Aber ich habe noch nicht die ideale Lösung gefunden. Ja. Ich weiß, wie schwierig das ist, von ganz oben in diese Tiefe rein zu fördern. Ja. Aber ich will vielleicht ein Beispiel nennen, wie, also ich glaube, es gibt auch einen gewissen, es gibt ja eine Holschuld und eine Bringschuld, also auch der Politik. Ja? Und wir haben das im Land Berlin, wir haben solche Hackathons veranstaltet, weil wir davon ausgehen, so wie du es auch gesagt hast, dass die Szene nicht nur machen will, sondern auch etwas gestalten will, was, ich sag mal jetzt ganz überspitzt, weltverbessernd ist oder was sozial innovativ ist. Und wir haben das in Berlin gemacht, weil wir glaubten, dass die Szene uns eine Menge beibringen kann zum Thema Stadtentwicklung, zum Thema Mobilität, zum Thema Abfallmanagement, zur Frage von Klimaschutz in der Stadt, vielleicht sogar Frage besseres Wohnen. Und haben wir 2 Hackathons gemacht, eine nur mit Frauen, täte dem Podium auch ganz gut, und eins, wo es umgeht, um soziale Stadtentwicklung. Und da ist über eine Nacht unglaublich viele an Ideen rausgekommen, was dann
die Beamten in der Stadtentwicklungsverwaltung umsetzen musste, was für die auch ein Kulturbruch war. Aber was geklappt hat, wo einfach für die BVG ganz tolle Mobilitätsdienstleistungsideen herausgekommen sind, also Berliner Verkehrsbetriebe. Und wir wiederum als Arbeitsministerium, weil ich bin jetzt im anderen Job, werden das auch tun, weil wir natürlich in unserer Denkfabrik auch einladen wollen zum Thema Arbeitswelt von morgen. Wie muss die eigentlich gestaltet werden? Wo hat Technologie einen Mehrwert, zum Beispiel beim mobilen Arbeiten für die Menschen und für die Beschäftigten? Wollen wir uns diese Ideen eben auch ins Haus holen und entsprechend solche Formate auch bei uns durchführen? Und das sind kleine Ansätze, ist aber vielleicht besser als eine Förderrichtlinie zu schreiben. Ich würde jetzt gerne mal eine Umverteilungsdebatte anregen, ja, weil Herr Söder hat als Finanzminister 5 Bayern-Labs für 5 Millionen Euro aufgebaut. Das sind keine Maker-Labs, wo man was machen kann. Das sind Museen, wo man Sachen anschauen darf, aber nicht anfassen darf. Aus diesen 5 Millionen Euro hätte ich 100 Maker-Labs in Bayern gründen können, wenn jeder 50.000 Euro bekommt. Und da brauche ich auch keinen Förderantrag ausfüllen, sondern da mache ich als Freistaat Bayern einen Fonds auf und finanziere die Kommunen. Und die Kommunen sind verpflichtet, diese Gelder über eine Vereinsförderrichtlinie oder was auch immer an einen gemeinnützigen Verein weiterzugeben und verpflichten sich selbst beispielsweise noch eine Immobilie kostenfrei zur Verfügung zu stellen oder einen Raum zur Verfügung zu stellen. Dafür brauche ich keinen Antrag schreiben. Das ist ausschließlich, ob man etwas will, ob man etwas kapiert hat, welches politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Potenzial dahinter hat oder ob man immer noch glaubt, dass diese Bewegung irgendwie ein dümpelnder, nerdiger Kellerverein ist. Das ist das Hauptproblem und mit diesem Gedanken sollten wir schleunigst aufräumen. Das war jetzt die Aussage eines Makers, glaube ich. Ich würde gerne an dieser Stelle abbrechen, weil ich dem Publikum doch die Möglichkeit geben möchte, in den verbleibenden 10 Minuten noch Fragen zu stellen. Und ich sehe das hier nicht so wirklich. Eine Wortmeldung sehe ich, ansonsten blendet mich das so, dass ihr mir vielleicht ein bisschen helfen könnt. Test, okay. Also erstmal guten Morgen alle. Vielen Dank an die Organisatoren erstmal, dass man so eine tolle Messe hier in München organisiert. Bin auch schon ein paar Mal da gewesen und was mich bewogen hat, ist, dass hier große Sponsoren da sind. Also auch ein Dank, dass die Veranstaltung unterstützt wird finanziell, aber auch, dass man offensichtlich sieht, man muss sich öffnen, ne? Weil wenn ich mal vorstelle, die Siemensianer hinten, die haben ja große Projekte und die sind dann in Aufgaben drin und die stellen sich dann am Samstag, Sonntag hier hin und erzählen uns Makers, wie die professionelle Welt ausschaut. Also danke an die Sponsoren und danke auch an Sie für die Organisation. So, die Frage ist aufgekommen, was brauchen wir an Unterstützung? Ne? Und da ist die Metapher gekommen, die Türen sind zu im Bürogebäude. Also, wenn die Türen aufgehen würden, Kontakte, würde jetzt mir persönlich sehr helfen. Ein Beispiel, ich beschäftige mich schon eine Zeit lang mit IoT und jetzt würde ich mal gerne mit jemandem von der Stadt reden, Stadt München. MVG Rad ist eine tolle IoT-Anwendung, der mir das mal zeigt, wie das gemanagt wird im Betrieb. Also, wenn da jemand da ist, der eine Tür aufmachen kann für mich, der eine richtige IoT-Anwendung mir zeigt, wäre klasse. Oder wenn jemand da ist von BMW, DriveNow, das ist ja eine tolle, ganz tolle IoT-Anwendung. Wenn da jemand da ist, der eine Tür aufmachen kann, das wäre eine tolle Sache, dass man da sich mal auf eine professionelle Ebene bewegt. Das wäre eine tolle Sache. Dankeschön. Das war jetzt, glaube ich, so ein bisschen in Richtung die Bitte, Strukturen zu schaffen, damit Netzwerke funktionieren. Haben wir vielleicht noch Fragen, die so ein bisschen in eine ähnliche Richtung gehen? Weil dann würde ich kurz sammeln und dann vielleicht gesammelt Antworten geben lassen. Also wenn es nochmal so ein bisschen in diese Netzwerkunterstützungsecke geht, alle Hände hoch. Jenny Ludwig, Mitorganisatorin. Wenn es um die Sache geht, wie fördern wir diese Bewegung, dann finde ich es immer zu kurz gedacht zu sagen, wir sprechen über digitale Zukunft, digitale Transformation. Es geht ja eigentlich um eine gesellschaftliche Transformation, die einfach nur verschiedene Arbeitsmittel sich bedient.
Und wenn ihr sagt, ihr wisst nicht, wohin ihr fördern sollt, weil das so eine Graswurzelbewegung ist, dann muss ich sagen, hier gibt es seit Jahrzehnten den Verbund der offenen Werkstätten, hier gibt es die Anstiftung, es gibt die Hans-Sauer-Stiftung, die genau in diese Sachen auch reingehen und die sehr einfach für ihre Leute, die bei Ihnen Mitglied sind oder bei Ihnen einen Antrag stellen, einfach möglich machen, dort was aufzubauen. Es ist toll, dass es immer wieder so Hackathons gibt, indem man versucht, neue Sachen zu finden, aber die sind wenig nachhaltig, wie wir das in den letzten Jahren erlebt haben. Die finden immer am Wochenende statt und dann war es das mit der Idee. Was wir brauchen, sind Plätze, an denen Dinge wachsen können. Und gerade wenn es nicht um Produkte geht, sondern darum, dass man Veränderungen schaffen will, dann braucht es dann längerfristige Plätze und die vielleicht auch nie unbedingt einem Unternehmen gehören oder einer Hochschule oder wem auch immer, sondern die frei zugänglich sind. Und danke, Uli, für deine Aussage. Da, vielleicht sollte man einfach mal überlegen, ob man diese Strukturen verändert oder einfach das nutzt, was schon da ist. Also wie gesagt, der Verbund der offenen Werkstätten tut auch regelmäßig seine Mitglieder, und da sind die ganzen FabLabs hier drin, anschreiben, ihnen Förderung zugänglich machen, sie informieren. Vielleicht muss man nur mal die Augen aufmachen, um das schon zu nutzen, was schon da ist hier. Das gebe ich jetzt weiter, vielleicht tatsächlich an Björn Böning, weil ich glaube, da muss man jetzt auf beide Sachen mal gleich reagieren. Und vielleicht hat auch Herr Franke gleich nochmal Lust dazu, was zu sagen, weil das ist ja nicht nur immer die Bundesregierung, die da muss. Gut, ich muss jetzt erstmal sagen, ich bin Staatssekretär im Arbeitsministerium, ich kümmere mich nicht um Wirtschaftsförderung, um das erstmal zu sagen, weil die Dinge, die wir hier besprechen, insbesondere da angesiedelt. Ich will aber einen Punkt sagen. Wir haben ein Programm, das nennt sich Experimentierräume, wo wir ausschreiben, relativ frei, ohne große Förderrichtlinie, die muss es auch geben, das ist bei uns beim Bundesrechnungshof so, aber relativ frei sagen, wo können Vereine, Unternehmen oder Initiativen Digitalisierung erproben. Sei es, dass sie die umsetzen wollen, Technik in ihrem Unternehmen einsetzen wollen oder sei es, dass sie einfach Dinge entwickeln wollen, wo auch gar nicht beschrieben werden muss, was am Ende rauskommt. Und diese Experimentierräume begleiten wir dann über einen längeren Prozess, weil wir natürlich auch davon lernen wollen, wie Arbeitswelt sich verändert, über neue Selbstständigkeiten, über die Frage von Eigeninitiative. Und das ist ein relativ offenes Programm und das geht genau in die Richtung, die beschrieben ist, nämlich wie können Menschen für Menschen etwas entwickeln. Das ist ja, was du beschrieben hast, so habe ich es verstanden. Das wäre ein Ansatz, wo wir das realisiert haben. Ja, genau. Das war haben wir beide dieselbe Idee gehabt. Wo finde ich das? Weil, okay, in den letzten Monaten war ich mehr mit der Messe beschäftigt, aber sonst bin ich eigentlich jemand, der sich da gut informiert in dem Bereich. Ja, also es gibt eine Website, die nennt sich experimentierräume.de. Da gibt es mittlerweile weit über 50 Projekte, also Beschreibungen, was passiert ist. Das kann man sich angucken und die letzte Welle ist gerade im November gestartet worden mit 17 weiteren Projekten, aber wir haben weitere Ausschreibungen in petto und wie gesagt, Ausschreibung hört sich ein bisschen kompliziert an, ist es aber nicht. Super, das war doch was Konkretes, oder? Das hilft euch vielleicht ja allen weiter, aber Herr Franke, vielleicht haben Sie auch noch so einen total praktischen Tipp. Nee, ich glaube, so, da kann ich jetzt nicht mithalten, so ganz spontan und konkret. Aber ich fand den Aspekt schon natürlich nochmal extrem hilfreich, auch das Thema mal von der rein technologischen Betrachtungsweise wegzunehmen und einfach auch mal die Veränderung des Menschen im technischen Umfeld mit zu betrachten. Das sind ja ganz andere Ansprüche auch, die heute die Menschen in dieser Welt und nicht nur in Deutschland, sondern global an sich, an ihr Arbeitsumfeld, an ihre so Work-Life-Balance, ein bisschen abgedroschen, aber so ist es ja letztendlich, die sehr, sehr unterschiedlich ist von Mensch zu Mensch. Und dieser Vielfalt, die immer größer wird und wir auch fördern wollen, denn aus der Vielfalt heraus entsteht ja auch wiederum Innovation, diese zu unterstützen, das ist, glaube ich, eine ganz große Aufgabe der Gesellschaft. Und da sind die Unternehmen und die Politik natürlich Teil der Gesellschaft. Und ich glaube, da sind wir auch im Moment in der Tat noch ein bisschen am Experimentieren. Wir bei Siemens bieten da auch intern schon unglaublich viele Möglichkeiten an, wie man seine eigenen Arbeitszeitmodelle gestaltet. Am Ende des Tages wird es Ergebnis gemessen, was bei rauskommt und nicht die Art und Weise, wie es erzeugt wird. Aber da, glaube ich, haben wir noch einen weiten Weg auch zu gehen, aber auch noch viele Möglichkeiten. Jetzt habe ich hier vorne noch zwei Fragen eben gesehen, genau da vorne und in der ersten Reihe auch. Okay.
Ich habe eine Frage zum Stichwort Open Source. Also die, ja, das Teilen von Wissen und das freie Teilen von Wissen innerhalb der Maker-Bewegung ist ja schon ein grundlegendes Anliegen. Und nun sehe ich, dass so Unternehmen wie Siemens hier mit vertreten sind und mit das unterstützen wollen. Und nun ist meine Frage, wie so eine Zukunft aussehen soll, bei der man Technologien frei zur Verfügung stellt und das Wissen frei teilt, aber auch gleichzeitig mit den Unternehmen mit Technologie trumpfen will und dort mit Produkte entwickelt, die sich gegenseitig, also die man auf den Markt wirft und oder auf den Markt stellt und wie bleibt man da konkurrenzfähig, wenn man das Wissen teilt bei mehreren Unternehmen? Also, oder ist das überhaupt die Zukunft, noch diese Konkurrenz zu haben? Ich schiebe jetzt mal ganz schnell, glaube ich, die Frage weiter, weil Siemens direkt angesprochen worden ist. Ja, also das ist natürlich eine Frage, die wir uns natürlich auch jeden Tag wieder stellen. Wenn man ein bisschen auf die Historie guckt, dann war natürlich immer das Thema Patent und IP-Eigenschaft ein ganz wesentlicher Punkt für alle Unternehmen, die auf der Welt so arbeiten. Wurde immer danach gemessen, wie innovativ ist ein Unternehmen, immer daran gemessen, wie viele Patente hat das Unternehmen gerade in seinem Besitz. Das ist die Historie. Das wird nicht mehr funktionieren in der Zukunft, weil eben das geteilte Wissen und die Geschwindigkeit, die sich daraus resultiert, so nicht funktioniert. Und ich glaube, dass diese Open-Source-Aktivitäten in die Produkte Eingang finden, ist ja auch eine Voraussetzung dafür, dass ich einen Maker-Markt weiterentwickeln kann und auch weiter professionalisieren kann. Die spannende Frage, die haben Sie schon ganz richtig gestellt, wie differenziert sich dann das einzelne Unternehmen in diesem frei zugänglichen globalen Wissen zum Rest? Aber es gibt ein paar gute Beispiele, wo zum Beispiel ein Google, die ja auch Server selbst bauen, das Wissen, was sie damit erzeugen, frei zugänglich der Weltcommunity zur Verfügung stellt. Ein Tesla, neuer Automobilspieler, gleiche Thematik. Alle Patente sind offen, Technologie kann geteilt werden. Und das Schlüssel ist letztendlich, mit diesem offenen Ansatz das schnellste Angebot zusammenzustellen, was den größten Kundennutzen erzeugt, größte Attraktivität beim Kunden erzeugt und schnell zu sein. Schneller als der Wettbewerb. Weil Wettbewerb wird es auch in Zukunft geben, da bin ich ziemlich sicher, es wird nicht dazu führen, dass es keinen Wettbewerb mehr in der Zukunft auf dieser Welt gibt. Ich habe eine Frage direkt an Herrn Böning. Ich bin auch in meiner Funktion Sprecher der Wirtschaftsfördereinrichtungen für die Kultur- und Kreativwirtschaft in Deutschland. Und zwei Themen beschäftigen uns sehr, sehr stark. Uli Bittinger hat es schon angesprochen, das Thema Raum. Wir sind immer wieder in Gespräch mit der Bundesimmobilienverwaltung und die verkaufen halt höchstpreisig. Also wenn wir Raum schaffen wollen... Mit wem sind Sie im Gespräch? Mit der BIMA, mit der Bundesimmobilienverwaltung. Und die verkaufen halt immer sehr höchstpreisig. Und unser Problem ist, dass in den Kommunen, gerade in den Städten, natürlich da große Umsätze erwirtschaftet werden können. Aber da werden wir halt angewiesen auf eine höhere Flexibilität, was die Preisbildung angeht, weil wir die Räume brauchen, eben für kreatives Arbeiten. Das ist eine. Und das andere, was uns beschäftigt, ist, wenn wir mit Berliner Politik sprechen als Wirtschaftsfördereinrichtungen im Land, dann ist es so, dass oft eine Berliner Perspektive aufs Kreativwirtschaftsthema gesehen wird. Also man sagt immer, Sie haben es jetzt auch bei Ihnen gesagt, ja, das Beispiel kommt aus Berlin, das Beispiel kommt aus Berlin. Wie stellen Sie denn sicher, dass Sie die ganze Vielfalt des kreativen Arbeitens in Gesamtdeutschland auch weiterhin auf dem Schirm behalten? Es ist ja super, dass Sie hier sind, aber ich glaube, das ist auch eine besondere Herausforderung Ihrer Arbeit. Also zum Ersten, Sie haben ja vielleicht mitbekommen, dass die BIMA einen neuen Chef hat. Dieser kommt aus Hamburg. Und Hamburg und Berlin haben lange Zeit dafür gekämpft, dass das Höchstpreisprinzip der BIMA verändert wird. Und das wirft vielleicht einen Schatten voraus, was da demnächst passiert. Also nämlich, dass wir Flächenentwicklung als Bundesregierung anders begreifen müssen, als nur nach dem Höchstpreisprinzip zu arbeiten, weil es ja nicht nur um Frage von Kreativwirtschaft oder kreativen Räumen geht, sondern eben auch um Wohnen und andere Dinge, die auch besonders wichtig sind. Dazu muss man aber sagen, muss man auch einige Nüsse knacken, weil der Bundesrechnungshof von sowas zum Beispiel überhaupt nicht begeistert ist. Ja? Ich sage nur trotzdem, das ist in der Entwicklung und es macht dann doch einen Unterschied, wer Bundesfinanzminister ist. Das Zweite ist die Frage sozusagen, ist kreativ gleich Kreativwirtschaft? Das glaube ich nicht.
Und das ist natürlich auch innerhalb der Bundesregierung ein Aushandlungsprozess, das will ich gerne zugeben. Wir kommen als Bundesarbeits- und Sozialministerium eher von der Seite, wie kann man soziale Kreativität fördern und wie kann man ein Stück weit die Arbeitswelten so verändern, dass sie, das, was Menschen besonders gut können, nämlich kreativ sein, innovativ sein, teamfähig sein, dass das in der Arbeitswelt auch eine wichtige Rolle hat. Und das ist vielleicht sozusagen ein Beispiel, wie ich das für mein Ministerium begreife, Kreativität auch zu fördern. Und damit im Übrigen bin ich fest von überzeugt, auch eine bessere Arbeitswelt zu schaffen. Und das sind doch Worte, mit denen wir irgendwie jetzt mal schön enden können. Es ist leider schon die Stunde rum und unsere Gäste müssen zum Teil auch wieder weiter. Für mich war es eine wahnsinnig spannende Geschichte. Ich hätte gerne jetzt noch ein paar Stunden weiter diskutiert und ich glaube, auch im Publikum wären noch viele, viele Fragen offen gewesen, die sich vielleicht an anderer Stelle nochmal diskutieren lassen, weil was ich jetzt mitnehme, ist auf alle Fälle mehr Netzwerken, auch mehr Netzwerken in Richtung Berlin, in Richtung der großen Unternehmen, und ich glaube, man muss sich einfach austauschen, das ist das A und O, da kommen sogar konkrete Tipps rüber. Ich bedanke mich ganz herzlich, Martin, bei dir, dass das hier möglich war, und bei meinen Gästen, und wünsche jetzt noch ganz, ganz viel Spaß hier beim Rumbummeln, Netzwerken und Stöbern.